Für die Fraktion der SPD hatte der Kollege Oster das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mir ging es ähnlich wie meinen Kollegen. Nach dem ersten Drittel Ihrer Rede wusste ich jetzt gar nicht, habe ich die falsche Rede aufgeschrieben oder Sie. Ihr Titel lautet Landesbetrieb Mobilität stärken. Aber Sie haben erst mal über Feuerwehr, über Beamte gesprochen. Aber im Landesbetrieb Mobilität ist der größte Teil Angestellte. Also Beamten gibt es sehr, sehr wenige beim LBM. Also von daher, Ihre Beamtenkürzung passt schon mal gar nicht in den Titel. Aber ich beziehe mich auf Ihren Antrag und werde mich auch versuchen, daran zu orientieren. Gegen den Titel, das wollte ich ursprünglich sagen, ist erstmal nichts einzuwenden. Und da sind wir ganz bei Ihnen. Aber das war es dann auch schon. Wenn man den Inhalt dann näher drauf eingeht, da gibt es große Unterschiede, von denen wir uns deutlich distanzieren. Sie werfen einiges in den Topf, vermischen das und werfen ein komplett falsches Bild auf den Landesbetrieb Mobilität. Sie reduzieren den Fachkräftemangel allein auf den LBM und tun so, als sei dies ausschließlich dessen Problem. Sie verkennen, dass bei fast allen Berufsbranchen sich die Nachkräftegewinnung schwierig gestaltet. Sie verzerren hier bewusst ein Bild. Denn gerade der LBM ist bei der Fachkräftegewinnung bestens aufgestellt, was ich Ihnen gerne an zwei Beispielen deutlich mache. Im Betriebsdienst bildet der LBM alle seine Fachkräfte selber in einer eigenen überbetrieblichen Ausbildung aus. Auch im Hinsicht auf die Pensionswellen, in Ihrem Antrag haben Sie davon geschrieben, heute nicht gesprochen, haben wir die höchsten Einstellungszahlen. Dann kann man die Facharbeiter weiterbilden zu den Technikern, die einem Ingenieurwesen sehr, sehr nahe kommen. Auch darauf sind Sie gar nicht eingegangen. Alles das erfindet keine Erwähnung und deshalb sieht man, dass Sie mit Ihrem Antrag heute auf einem völlig falschen Weg sind. Auf die Ingenieure komme ich auch kurz zu sprechen. Der Ingenieurmangel ist im gesamten Bereich, ob es in der privaten Wirtschaft ist oder ob es bei Bundes- oder Landesbehörden ist, bekannt. Aber wir oder die Landesregierung hat reagiert, hat 56 neue Stellen geschaffen und besetzt diese kontinuierlich nach. Allein daran sieht man ja die Ernsthaftigkeit dieser Landesregierung. Dann schreiben Sie in Ihrem Antrag wörtlich, dass man unbedingt Studiengänge auf den Weg bringen müsste. Also meines Wissens nach gibt es Studiengänge mit der Uni Koblenz, gibt es eine Verbindung. Auch da, also irgendwas passt da nicht zusammen. Dann kommen wir zur Bezahlung. Sie schreiben davon, dass sehr viele Kollegen abwandern vom LBM. Ich habe nochmal nachgefragt, also ein nennenswertes Abwandern in andere Bundesländer gibt es nicht. Dann reden wir über die Besoldung. Wir haben einen Tarifvertrag wie in 14 anderen Bundesländern auch. Also von daher ist festzuhalten, dass es da schon mal keine Unterschiede gibt. Und zu der Beamtenbesoldung, zu der Kürzung, Sie haben ja darauf eingegangen, habe ich ja eingangs schon gesagt, also das passt überhaupt nicht hier in die Rede, weil der LBM, wie gesagt, zum größten Teil nur Angestellte hat. Der dritte Punkt, Beförderungsstau, auch da wurden deutliche Stellenmehrungen geschaffen. Das passt in dieser Stelle auch nicht hin. Und dann in Ihrem Antrag schreiben Sie davon, dass die Einstellungsbefristung auf ein Jahr ein großes Problem wäre. Das ist nichts anderes wie die Probezeit in jedem normalen Beruf. Also auch da gibt es überhaupt keine Probleme beim LBM. So, dann zu den nicht abgerufenen Bundesmitteln sage ich heute gar nichts mehr. Das haben wir Ihnen so oft erklärt. Das wollen Sie einfach nicht verstehen. Der LBM hat nach dem Königsteiner Schlüssel mehr ausgegeben als dem Bundeslandzustand. Aber wie gesagt, das reicht. Und ich will abschließen, meine Damen und Herren, weil in Anbetracht der Zeit ist mir ein Punkt aber noch wichtig. Zum guten Schluss schreiben Sie dann Ihre Pauschalaussage. Wenn nichts mehr geht, kommen Sie immer damit, das Land gibt zu wenig Geld für den Ausbau an Straßenprojekten. Da will ich Ihnen mal eins sagen. Schauen Sie sich doch mal in Ihr Wahlprogramm der Landtagswahl. Die Landesregierung gibt deutlich mehr Geld aus für den Ausbau, für den Unterhalt an Straßen, was Sie jemals gefordert haben. Was Sie jemals gefordert haben. So. Und ich weiß nicht, wer Ihnen diesen Antrag heute geschrieben hat, aber mit der Realität des LBMs hat er sehr wenig zu tun.